Herzliche Grüße bei der deutschsprachigen Sendung Willkommen. Es brennen schon alle vier Kerzen, das heilige Weihnachten, die schönste Zeit für alle Christen, ist gekommen. Nach den vier Adventswochen freuen wir uns auf das Jesus-Christi-Geburt. Die alten, so lockenden Traditionen herrschen noch in den deutschstimmigen Familien von Mukatschewo. Wir laden Sie, das Weihnachtsmärchen im Kreise einer Familie mit eigenen Augen zu sehen, ein. Wenn die Seele schon bereit ist, Gott zu empfangen, dann beginnt das Weihnachten. Es ist eine besondere, märchenhafte Zeit. Leise klingelt die weihnachtliche Musik. Überall herrscht die zauberhafte Atmosphäre. Weihnachten ist doch ein Fest für ganze Familie. Die deutschstimmige Familie Juhas bereitet sich auch tüchtig zum Weihnachten. In dieser Familie pflegen sich alle deutschen Traditionen. Eine davon ist das Strudelbacken. Darum kümmert sich Oma Maria. Strudel machen wir nicht so, wie meine Großeltern haben es gemacht, weil das ist zu lang. Leichtere, moderne Strudel, aber sehr feine. 200 Gramm Mehl mit 200 Gramm Schweinefetten. Ja? Nur in die Deutschen machen noch Strudel. Mit Äpfeln, mit Käse, nicht Käse, Quark, mit, im Sommer mit Kirsch. Nein, geschmiert man die Tag. 240 Gramm Mehl, 2 Eier. Wie viel es nimmt auf? Nicht viel Milch. Kein 100 Gramm, 50 Gramm bereits. Oder nicht immer so viel. Und das ist der zweite Teil. Jetzt werden wir es auswulkern mit Nullwulke. Großeltern, ihre Rezept geht am Heiligen Abend. Pilzensuppe. Das Pilzen, die trocknete Pilzen, weiße Pilzen und Gemüse, Ruben, Kohlrabi, Petersil, das wird gedünstet, die Pilzen kocht, dann schütten wir das rein und dann Sauce machen wir, Pilzensauce. Pilzen kochen wir. Und mit dem Fleischmehl mahlen sie zusammen. Und dann kommt da einbrennen. Und dann auflassen die einbrennen. Nein, die mahlen die Pilzen. Rahm, nein. Und ist die Sauce. Na, Nocken machen wir. Und mit Koch die Kartoffeln. Und Mehl. Kartoffeln und Mehl. Dann so hier schneiden, so wie kleine, die bei uns sagen sie Putzlecke. So wenn wir es halbe machen, ist leichter mit dem Arbeiten. Jetzt wulkern wir aus das zweite, mit Ei, was ist. Und das fetten wir rein schmieren. Meine Großeltern haben immer gesagt, Pilzen muss man essen, so man keine Sorge haben. Ohne Sorge, wenn wir leben. Wir essen Fisch an Weihnachten, wir müssen Geld haben. Ja, das stimmt. Und alles war anders, nicht so war wie jetzt bestimmt. Weil
Viech haben wir gehabt, ja. Der Große hat immer Stroh reingebracht, weil das Jesuskind ist am Stroh geboren. In Krippelein, auf Stroh. Und hat in ein Zimmer kurz Stroh, haben wir mir Nacht mal gegessen. Das Viech in der Amphitheat, weil in Mitternacht das Viech spricht an zu anderen. Das haben sie so gesagt. Das darf man nicht, weil wenn sie klagen an uns, die Kuh, das Schwein, so dass das Viech das erst kriegt essen. Und nachdem haben wir sich hingesetzt. Das war lustig alles. Damals haben die Leute nicht gearbeitet, so wie jetzt. Die Frauen kommen heim von der Arbeit jetzt. Wenn ich schaue, wenn sie kommen angepackt, dann denke ich mir, wie habe ich das gezwungen? 45 Jahre habe ich gearbeitet. Und alles haben wir gemacht, bei der Nacht, wann wie. Und Buben waren, und zwar mit 5 Kinder, ich war die kleinste. 4 Buben waren und ich war das Mann. Die Buben sind können Stern singen am Weihnachten. Koladoate, Stern singen. Da haben sie, als er sieht, was mehr als sieht man, auf den haben sie Papier genommen, ausgeschnitten Stern, draufgepickt am Sieb. Ein Stecken genommen drauf. Und zwei Sekunden an Kerzen angebrannt wird in den Sieb. Und zwei Sekunden Stern singen. Na, so viel schön. All die Lieder haben sie noch gesungen. Jetzt so viele Lieder kennen schon die Menschen. Na, gut, gut. Gut, jetzt her. So. Deutschland packen sie das nicht, in Deutschland kaufen sie es fertig. Die bringen es noch nach Haus, in den Ofen, anwärmen und schon essen sie. Ich war schon in Deutschland, ja. Dreimal war ich schon. Jetzt geht das in den Kühlschrank, so. Das wird 200 Gramm und 440 Gramm Mehl. 2 Eier, das ist nicht teuer. Nicht teuer, der die Fetten ist. Das macht man immer zu zweit, weil wenn ich mache selber, da muss ich, wenn Prague ist zusammenruhen, die Hände sind nass von den Äpfeln, muss ich immer keine Hände waschen, abputzen und so machen. Dann sage ich, komm her, da bin ich auf 4 verteilt. Eins, ausdrucken brauchen wir es nicht, weil die Nussen das aufklauben. Das Rezept schreibt 300 Gramm, ich lege noch 200, mein. Weil braucht man nicht sehr süßes Essen. Schmecken. Nein. Das ist gut. Dann schmeckt das wirklich sehr gut. Und so rollen wir, ja? Jetzt hat sie es gerissen, dann stirbt sie. So. Noch zu unkes ein bisschen. Tag, jetzt da. Und oben noch damit Ei. Verklopft das Ei. Gut, nichts. Na. Das habe ich so noch nicht gemacht, aber es muss nicht schlecht sein. Äpfel mit Nüssen passt, nicht? Ja. Sicher, das passt. Na, können kommen die Äpfel. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt werde ich Sporette machen. Zeigen die Nuss, den Äpfel noch. Ein bisschen ein Gäste mehr, das tut. Nussen brauchen Zucker. Wenn nur Äpfel mache, tue ich viel weniger Zucker nehmen. Noch bring's.
Bus. Na, jau cukraus. So, jetzt bringt die Eier, das Ei. Geht es im Ofen? Im Ofen, ja, am 10er legsten. Weihnachten bedeutet für mich zu Hause sein mit der Familie, den Heiligen Abend feiern, dann also diese ganze Feierprozedur zu Hause mit den Eltern zu verbringen, weil das ist für mich ein Fest der Familie und sowas. Also ohne Familie gäbe es kein Weihnachten für mich. Alles ist nicht so, wie es war. Bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern, das war ganz anders alles. Die haben nicht gearbeitet, gearbeitet haben sie, aber im Winter nicht. War keine Arbeit, im Winter war jeder zu Hause. Die haben Zeit gehabt, die haben alles gemacht. Und das war ein großes Fest, die heilige Nacht. Am Abend sind wir alle zusammengekommen, die Familie, nur die Familie, keine Gäste nicht nach Heiligen Abend, nur die Familie. Und der Großvater hat auch noch Stroh hineingebracht, mein Zimmer, weil das soll so sein, wie in Bethlehem war, in Krippelein. Wo kommt auf die erste Stern am Himmel? Wir sitzen hin zum Abendessen. Beten wir, brennen eine Kerzen und fangen an die heiligen Abende. Noch ein Abendessen. Wir schauen unsere Geschenke. Von jedem, was hat Jesus gebracht, von jedem schauen wir die Geschenke. Und schon auf die Nacht gehen wir auf die heilige Messe zusammen mit der ganzen Familie. Die Alten wie ich oder noch Ältere wie ich bin, die singen es noch, aber die Jungen kennen es schon nicht. Jetzt ist schon keine Mode, Stern singen gehen. Und ich sage nicht zu wem. In unserer Straße sind 4 Familien Deutsche. Andere sind alle Ukrainer. Und fertig. Ist schon nicht wohin zu gehen, Stern singen. Wir kommen daher in Regen und Wind, wir suchen das neugeborene Kind. Wir suchen es im Kaiserreich und finden es in Krippelein. Wir finden es ganz nackt und bloß, wir legen es der Mutter Maria ins Schoß. Josef, Josef, zieh's Hemdlein aus, wir machen dem Kind die Windlein aus. Wir machen es hübsch, wir machen es fein, Herr Jesus soll sein Name sein. Gut. Am Abend, wenn der erste Stern am Himmel sichtbar ist, setzen sich alle Mitglieder der Familie um den festlichen Tisch, wünschen einander die gesegneten Weihnachtsfeste und singen die beliebtesten Weihnachtslieder. Ich wünsche für meine Familie viel Gesundheit, Frieden, Freude, Gottes Segen und alles soll sich ergeben, wie es sich wünscht. Ich wünsche meiner Familie alles Gute zum Weihnachten. Ich wünsche, dass wir uns nicht mehr so oft streiten wie immer und dass alles gut wird und dass Oma mir noch solche Kiflicke macht. Grüße die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit, ist das, ob Engelei singen, singen von Friede und Freud, wie sie gesungen im seligen Nacht, Glocken dann klingen.
das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zur Erd, segnet den Vater, die Mutter, das Kind, segnet den Vater, die Mutter, das Kind. Tagen wünschen wir einander schöne Weihnachtstage. Auch der Pater Josef Trunk wendete sich an die Gläubiger mit den ganz besonderen Worten. Gelobt sei Jesus Christus. Meine lieben Freunde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuschauer am Fernsehen, Ihnen allen möchte ich ein inniges, herzliches, frohes Weihnachtsfest wünschen. Die Freude, die der Vater im Himmel uns schenken möchte, das ist sein Sohn Jesus Christus. Ihn erkennen wir in der Krippe als unseren Herrn und Erlöser. Ich wünsche Ihnen, dass Jesus, dieses Kind in der Krippe, Ihr Herz berührt, damit Sie erkennen, wie gut es der Vater im Himmel mit Ihnen und mit uns allen meint. Ein schönes Lied gibt es in unserer deutschen Sprache, das die Deutschen in den deutschen Ländern gerne singen. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Das habe ich auserkoren, sein eigenwillig sein. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab. Das möchte ich Ihnen allen wünschen von Herzen, dass Sie Ihr Herz öffnen für den, der vom Himmel gekommen ist, Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Ich wünsche Ihnen die Freude der Erlösten. Viel von unserer Sendung jedenfalls für heute, aber schon nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin und auf Wiedersehen!